Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer Spezialausgabe von Was gibt es Neues? In den nächsten 40 Minuten geht es ausschließlich um ein Thema, um das Thema Tanzen. Und warum wohl? In einer Woche startet die nächste Staffel von Dancing Stars. Dann schicken wir die Tänzerinnen und Tänzer aufs Parkett. Und wir wollen Sie mit dieser Spezialausgabe auf die Dancing Stars 2014 einstimmen. Viel Spaß und nächste Woche gibt es uns dann wieder mit einer regulären Ausgabe. Die erste Frage, passend zum Thema Dancing Stars. Was ist ein steifer Nachläufer? Kann eine Runde aussetzen. Mal schauen. Als kleiner Trost, eine kleine Disco-Kugel. Als Einstand für deine erste Sendung nach deinem wohlverdienten Urlaub. Steifer Nachläufer. Nicht Geifer, Steifer. Geifer? Was heißt Geifer? Na, Geifer, das ist halt... Kennst du das nicht? Aha. Hast du mich sicher schon mal gesehen, wenn ich danach... MacGyver, der alte Mann. Der alte Schotte. Na, ich glaube, es ist so, ja? Es hat mit Winter zu tun. Ja, sicher. Ja, weil wir jetzt in der Jahreszeit sind. Ja. Und steifer Nachläufer ist es, wenn es kalt ist, dann ist es schon ganz steif. Ich bin gefroren. Und wie dann da wird der Straßenbahn nachrennen und das ist eben der steife Nachläufer. Und das mache ich nach Hause hin und das schaut furchtbar aus. Und das ist die Rettung holen. Weil du steif gefroren bist. Genau, der steife Nachläufer. Der Lalle wartet so auf die Straßenbahn, bis die da ist. Ah, sie ist da, sie ist da. Da ist das nächste Disco-Kugel. Vorsicht, fang. Also wenn es nicht was zu tun hat, es hat was mit Tanzen zu tun, oder? Nein. Sonst, kann sein, muss nicht sein. Der steifer Nachläufer, ich würde sagen, wenn also zum Beispiel bei Pferdekutschen, da gibt es eine steife Deichsel, wo der Wagen fixiert ist und dann gibt es die Gummideichsel, wo das so locker nachfedert und dann die Kutschen hinter die Pferde daherkommt nach der Kurven, dann müssen die Pferde schneller laufen. Gott, ich versuche mir das gerade bilden. Fuhl-Deichsel gibt es auch noch, gell? Ich habe hier kein Wasser. Das ist aber süß, nicht? Wieso? Ach so, ich habe so euer Wasser versteckt. Ich war gerade irritiert. Nein, das ist da unten gestanden. Nein, normalerweise stehen fünf Gläser hier. Und okay, da habt ihr. Jetzt sind nur fünf Flaschen da. Ja. Wie sprichst du? Ole, du bist meine Lieblingstanzmaus. Oh, so, da. Pass auf. Steifer Nachläufer. Also ein Gelenk bei einer Kutsche oder noch genau. Einmal? Genau. Nachläufer, glaube ich, ist irgendetwas bei einem Pferderennen. Wo etwas fixiert ist und dann gibt es etwas, ein Seil, das nachgibt. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto abschleppe, da gibt es die Möglichkeit, mit einer Stange das abzuschleppen, wie man es bei LKWs macht. Ja. Und aber auch mit Seil. Und wenn es mit Stange ist, ist es steif. Und wenn es mit Seil ist, ist das flexibel. Wo die Bremsen nicht funktionieren muss, dass der LKW nicht nachkommt. Mhm. Und das wäre meiner Meinung nach unter Umständen eine schöne Erklärung für einen steifen Nachläufer. Das ist eine schöne, aber... Falsche Erklärung. Vielleicht. Es ist vielleicht eine schauspielerische Aufgabe in einer Pornoproduktion im Leichtathletikmilieu. Du darfst nie mehr wieder auf Urlaub fahren. Der kommt völlig versaut zurück. Ich glaube, wir sind in der Konditorbranche. Der steife Nachläufer hat, glaube ich, was mit Kuchenbacken zu tun, wenn man so Schnee steif schlägt und das eben auch so auf Fließband dann drapiert und dann reißt irgendwas und das läuft langsam nach. Ist der steife Nachläufer eben, das ist, was man so nachher wegschmeißt und sagt, das kann man nicht verwenden für einen Kuchen, das ist viel zu hart. Das ist ein steife Nachläufer. Ja, das ist ein Vorlauf beim Schnabel, ist ein Nachlauf eben bei den Torten. Ne? Ja, okay, gut, guter Ansatz. Okay. Was man halt wissen müsste, ist, ob es an Wachen Vorläufer auch. Ja, wenn man das nicht weiß. Dancing Stars Feuerzeuge haben wir auch. Ich hab zum Rauchen aufgehört. Ja. Nein, den gibt es. Den habe ich beim Bett liegen, den weichen Vorläufer. Was? Das ist ein weicher Teppich. Da habe ich mir angenagelt, weil es mir ausgerutscht bin, dass es mir hinkaut am nächsten Tag. Unvorstellbar. Ein weicher Vorläufer? Ja. Und aus dem Sport, so wie der Victor das schon erwähnt hat, zum Beispiel das heißt, beim Staffel... Der war bei der Pornobranche. Nein, er hat gesagt, im Leichtathletikmilieu. Ich habe ihm zugehört. Danke, hast du gesagt. Das selektive Hören. Aber das ist wirklich selektive Wahrnehmung. Sie hat Leichtathletikmilieu, ich habe nur Porno verstanden. Ja. Woran das wohl liegen mag. Weißt du, Sport, beim Staffellauf zum Beispiel, ja. Der muss die Hand steif halten, damit er die Staffel gut erwischt, nicht? Und läuft steif hinten nach der Staffel. Und übernimmt steif die steife Staffel als Nachläufer. Ja. Fängst du das? Fängst du das? I hope so. Oh! Bist du deppert? So gut gefangen. Geht. So gut gefangen.
wenn eine Ente. Zeitungsente oder Nein, Tierente? Nein, richtige, Tierente, mhm. mit den Küken. Ja? Mhm. Und die müssen ja möglichst schnell ins Wasser wegen der Krokodile. Und der langsamste, der scheidet natürlich evolutionsmäßig aus, weil der hat meistens einen steifen Fuß und das ist der steife Nachläufer, alle sind schon im Wasser. Und, die letzten und Krokodil, Enten, die ich gesehen habe, war im Sommer am Milchstädter See, aber dort gibt es keine Krokodile. Du kennst die Milchstädter Krokodile, nicht? Die sitzen alle in der Regierung. Ja. Du bist auch eine Tanzmaus? Ja, ich bin eine, Tanzmaus. So. Okay. Ich glaube, es ist im Tierwesen. Hunde, Dackel. Gewisse Dackel können nicht laufen, nicht springen am gewissen Alter. Es versteift sich das Kreuz. Ja. Und wenn man dem halt Gassi geht, schleift er dann hinten nach, ist ein steifer Nachläufer halt. Ich weiß was. Wenn wir bei den Tieren sind, es gibt ja Tiere, denen, die haben wirklich eine steife Hüften und denen werden so Radeln gebaut hinten, das wird auf die Hüften aufgesetzt und die können mit den Vorderfüßern laufen und hinten läuft so ein Wagerl nach. Ja. Angebunden ans Viecherl, das müsste doch ein steifer Nachläufer sein. Fällt euch was auf, ihr habt alle schon was, der Einzige, der nichts hat, ist der Herr Steinböck. Ja. Aber weißt du warum? Ja. Weil ich immer das Beste immer zum Schluss auf. Ich habe ja gesagt, eine Antwort war ja schon... Das mit dem Nachziehen da vom Auto. Die Stange, die Deichsel. Ja, aber jetzt geht es mir nur um das Fahrzeug. Vielleicht ein Wohnwagen. Nein, komm Herbert, komm, sag's uns. Steifer Nachläufer. Du bist eigentlich von der Mechanik. Motorrad, glaube ich. Motorrad. Nein, auch Zug. falsch. Nein, auch nicht Zug. Auch nicht, sondern ein. Tandem. Aber geh. Hundeschlitten. Steifer Nachläufer. Kommen wir mal wieder vor wie auf einem Picture-Nerd-Abend. Zirkuswohnwagen. Nein, ein Autobus. Da schaut's. Dieses Gelenk in der Mitte, nicht? Der hintere Teil eines Gelenkbusses, genau, der wird eben, also dieser Teil hier, der wird steifer Nachläufer genannt. Aber es ist im Prinzip das, was du mit der Kutsche gemeint hast. Und deswegen hast du noch nichts, weil ich habe mir die Tanzmaus für dich für die richtige Antwort aufgehoben. Dankeschön. Gut. Herbert Steinböck. Bravo, Herbert. Bravo. Unglaublich. So, was gibt es Neues im Theater? Im Wiener Akzenttheater hat vorige Woche die Komödie Männerhort Premiere gehabt. Da geht es um vier Männer, deren einkaufswütige Frauen gerade im Shoppingcenter unterwegs sind. Und sie treffen sich irgendwo im Keller dieses Shoppingcenters und gründen quasi eine Selbsthilfegruppe. Gespielt wird dieser Abend von Thomas Stipschitz, Klaus Eckel, Peppi Hopf und Olivier Lendl. Und die haben jetzt die nächste Frage für euch. Wir spielen also vier Männer, die jeden Samstag in einen Keller abtauchen. Daher möchten wir von euch wissen, was ist ein Herrentaucher? Ein Herrentaucher. Ein Herrentaucher? Herrentaucher. Das ist, wenn man ein bisschen auch was verloren hat und man traut sich nicht selber und dann engagiert man dafür einen Herrentaucher. Wer hat was verloren? Ein Pissoir in einem öffentlichen Klo, wenn man was verloren hat. Davon kann einem was einfallen. Ein schöner Kugelschreiber, der Ehering, ein Geld. Was kann denn ins Pissoir? Ja, ich hab, aber wo ich gehe, gibt es so kleine Muscheln mit Lochern, da kann ich nichts, da brauche ich keinen Taucher dazu. Also da. Ein Gummihandschuh, aber kein Taucher. Als Job, einen Herrn, das ist eine Dienstleistung. Aber ein Herrn, was gibt es denn, einen Herrn? Das gab es früher bei Hofe, den Pisspagen. Der ist immer mit so einem Kübel umgegangen und die Männer haben sich dann erleichtert, übermäßig und so. Und die haben dann die Münze trinken, haben sie ihm ins Mopsel geschickt. Was? Ins Kübel? Ins Kübel, ja. Na geh, wieso? Das ist ja demütigend. Natürlich, es ist immer nur darum gegangen, die Unterkübelin heute zu demütigen. Das ist ja zum Aufbau des Selbstbewusstseins. Herrentaucher. Es gibt ja einen Vogel, das ist der Haubentaucher. Ja. Ja, wenn das ein Männchen ist, und wenn der keine Haube, sondern ein Bord hat, nennt man den Herrentaucher. Ist das ein Vogel? Ja. Ja. Michael Liovarani, unser Vögelspezialist. Ein Vogel mit schwarzen Flügeln und weißer Brust, der ausschaut, als ob er im Smoking tauchen kann. Ja, ich muss nach 184 Folgen immer noch probieren, ob ich so ein Pokerface aufsetzen kann, dass ihr drauf reinfallt. Es ist gar kein und Vogel. Ich kann es. Es ist dein Vogel. Kein Vogel. Ein Fisch. Pflanze. Das ist ein Fisch. Es ist kein Vogel. Aber
Ein Nilpferd! Das ist vielleicht bei den Zeugen Jehovas, wenn die ihre Massentaufen machen, dann müssen die halt immer in den Boden eingetaucht werden. Da gibt es einen Damentaucher und einen Herrentaucher. Ich helfe euch, weil ich ja so ein netter Mensch bin. Das bist du nicht, aber hilf uns trotzdem. Einer von euch müsste eigentlich, ich bin eigentlich sehr überrascht, dass er nicht sofort weiß, was ein Herrentaucher ist, weil er hatte mit der Materie erst unlängst zu tun. Und ich schaue jetzt nur die Männer an, leider Monika. Ja, einer von euch hatte mit der Materie, wo der Herrentaucher hingehört, zu gut, tun. Gut, Jungs, reden wir drüber. Die ich habe einen Verdacht. Du hast einen Verdacht. Das ist, wenn man eben so 40 plus ist bei der gesunden Untersuchung, vielleicht ist die Arbeit des Urologen, wenn er schaut, ob da mit deiner Prostata alles in Ordnung ist. Das ist dann der sogenannte Herrentaucher. Also wir wissen jetzt vom Gernot, er war offensichtlich bei einer Untersuchung. Ja. Ich bin jetzt per Du mit meinem. Okay, Niro, warst du? Ich war, also Herrentaucher weiß ich nicht. Letztens hatte ich einen Damengurgler, aber gut. Weiß ich doch nicht, genau. Nein, der Herrentaucher, wo ich war? Ja, aber seit Kontakt mich, zur Materie habt ihr gehabt. Ja, mir war in Rhodos, deswegen hat er den Sonnenbrand im Gesicht. Ja, ich war, der Gern und ich waren gemeinsam auf Rhodos. Wieso hat er keinen Sonnenbrand im Gesicht? Weil er im Schatten war und der in der Sonne. Ah. Richtig beantwortet. Ja, richtig beantwortet. Okay, ja, wunderbar. Ich hab ihn noch. Herrentaucher. Naja, wer von euch könnte es sein? Also sagen wir, der Viktor war es nicht, ne? Weil beim Urologen, damit hat es nichts zu tun. Du warst es auch noch, Rhodos, mit Rhodos hat es nichts zu tun. So, bleiben nur noch der Flo und der Klaus. Ich war schwimmen und wenn ich untertaucht bin, habe ich den Taucher nicht gehört. Ich habe nicht sagen können, Herrentaucher. Gut, auch nicht, bleibt nur noch der Klaus über. Na, sag nicht, ich habe was mit der Materie zu tun. Du hast mit der Materie zu tun gehabt. Und ich wusste es nicht. Beim Tanzen. Heute. Ah, beim Tanzen. Beim Tanzen, der Herrentaucher. Ah, wenn du mit einer eine übergewichtigen Figur. Partnerin tanzt und untertauchen musst. Und du eine stärkere Partnerin. Dann normal, nimmst du ja die Dame und legst das so hin. Was ist eine stärkere Partnerin? Die Werger zum Beispiel. Mhm. Na, wie heißt sie? Lichter. Lichter. Lichter, genau, Lichter. Ja. Wenn es dann dunkel wird über dir, dann ist die Lichter über dir. Ja. Nimm dich beim Genick und wischt mit deiner bei mir Restfrisur, da sieht man noch die Spuren, schau. Die Einwärts-Auswärts-Todesspirale. Ja, wir könnten natürlich jetzt weiterreden, welche Figur beim Tanzen es ist. Das werden uns aber die vier Herren aus dem Theaterstück Männerhort sagen. Bitte. Wir zeigen euch jetzt den Herrentaucher. Der Thomas ist dabei, die Dame, und der Olivier macht ihm jetzt den Herrentaucher. Naja, der Herrentaucher ist nämlich eine Tanzfigur im Boogie, wo der Herr zwischen den Beinen der Dame durchtaucht. Hallo, liebes Rateteam. Ich bin die Sonja Windisch aus Grimmenstein und möchte euch folgende Frage stellen. Was ist ein stehender Achter? Na, das ist leicht. Wieso ist das leicht? Das ist der liegende Achter. Aufgestellt, ja. Hätten wir den gesagt sollen. Das ist der normale Achter. Meine Vorrednerin, voll inhaltlich anschließen. Wie aufgestellt ist, wenn er so liegt, also so aufgestellt oder so aufgestellt? So aufgestellt, das ist eine gute Frage, da würde ich mich gerne mit dir mal treffen. Und ja, probieren wir den Achter aufstellen. Stellen wir einen Achter auf. Stehender Achter oder liegender Achter? Den. Essen Könnt, Sie, du bitte? Gernot, fressen Sie hier in der Stunde. Ja, gut, ich auch. Na, stehender Achter. Na, ich glaube, das ist, wenn man eben mit dem Vorradl eine Brezen gerissen hat, weil man einen... Könntest du aufhören zu essen? Ich habe noch gar nicht angefangen. Ja. Das ist keine Vorbildwirkung. Ja, keine Vorbildwirkung. Ja, aber es ist eine Kettenreaktion. Ist das Marzipan? Sei froh, dass wir nicht rauchen. Aber es waren nur 6 drinnen. Es ist das, was passiert, eben, wenn du an einen Randstab fährst, es haut dir auf. Mhm. Und wenn du das Radl wieder aufstößt, siehst du den stehenden Achter, ja, in der vorderen Felge. Susanne, sag du mal.
Es ist aus dem Rudersport. Aus dem Rudersport? Wenn so, wie heißen die, die eigentlich fahren sollen, wenn sie so tun, dann sind stehende Achter. Yeah. Die Susanne. So, du musst da durch, du musst da durch. Yay! Yeah! Yeah. Geht doch. Auch wenn es ein wenig sexistisch ist. Geil, komm her. Komm her. Den stehenden Achter würde ich, wenn ihr mir so quasi diesen präsentieren solltet, genau na, von einer Person gerne gezeigt bekommen. Also. Man kann aber alleine einen Achter machen. Natürlich. Ein Stehender. Aber man muss aber auch einen Dreier oder einen stehenden Achter. So sind es zwei flotte Dreier. Zwei Dreier? Ja. Mir fällt nichts in meinem Körper ein, wie sehr Achter ausgeht. Ja, aber das ist eben so. Ich meine, jeder von euch könnte einen stehenden Achter so machen. Okay. Aber ehrlich, ästhetisch wäre es. Nein, 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 vor allem würde ich keinen stehenden Achter sehen. Da wäre die einzige, die Susanne. Da würde es mir, glaube ich, gefallen. Ja. Mir nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. So, habe ich euch jetzt geholfen? Ah, das ist im Eiskunstlauf, in der Pflicht, müssen die mit den Eislaufschuhen auch da fahren. Nein, die Pirouette. Wenn die Pirouette machen, so, ja, ja, und den Fuß angelegt, genau, und dann, nein, jetzt ist fahren eben die so, ja, dann schaut das aus wie eine Acht. Ja? Ja. Auch schön. Ich habe gleich den Nikolaus-Falter. Nein. Nee. Jazz-Tanz. Jazz-Tanz. Oh. Modern Dance. Nein. Es ist überhaupt Jazz. Warum würde es mir nur bei ihr gefallen? Weil ich besonders blöd ausschaue dabei. Nein. Weil sie ein Mädchen ist. Ja, weil es eine bestimmte erotische Komponente hat, was beim Ballett, also da gibt es auch Balletttänzer, da geht es nicht mal um eine bestimmte erotische Komponente. Wobei man das, worum es geht, auch, also wirklich, als, dann habe ich gesagt, das ist etwas sexistisch, wenn man es auf eine erotische Komponente reduziert, was ich hiermit nicht machen möchte, aber ich möchte sie trotzdem einfließen lassen. Versteht sie mich? Ich habe Angst. Um Also, und damit habe ich euch jetzt sehr viel geholfen. Aber Oliver, ich spür, dass wir da etwas gemeinsam haben. Ich glaube, wir zwei sind noch nie alleine auf unsere erotische Komponente reduziert worden. Nein, aber es gibt bestimmte Ausdrucksformen im Tanz. Ne? Du gehst ja jetzt im Ballett gehst ja nicht eben aufgrund der erotischen Komponente, sondern aufgrund der ästhetischen Finesse. Ne? So, deswegen nicht Ballett. Nein, es gibt doch es gibt doch tausend Geschichten, wo früher die Grafen und Barone sich ihre Balletthasen, die sind in die Staatsoper gegangen und sagten, ja, ich möchte den dritten Schwan. Go, ja. Sicher war das aber so. Aber er meint Stangentanz vielleicht. Ja. Na gut, da gibt es den liegenden Achter, den stehenden Achter und den hängenden Achter. Gekommen ist es so einfach. Ich habe jetzt wirklich. Jetzt dann mach's so mal gekostet vor. Ja, es ist ganz einfach. Du machst mir aus eurem legendären Programm, das du mit Nirvarani gespielt hast, Café Oriental. Dai, 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 dai. Mach mal. Dai, 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 Oriental. Siehst du? Oriental. Aber du meinst mehr, dass da irgendwie so ein Achter gemacht wird. Weil du hast nur so gemacht. Ich bin ja kein Profi. Aber das ist ein Liebender. Und du musst dir das dann halt so vorstellen, okay? Ja, also. Okay, das ist das, was ich vorher gemeint habe, als das ist der hängende Achter. Ja, ich meine, ich war schon lange nicht mehr am Rad. Das war der schwappelnde Achter. Ja, wir stellen die Frage nochmal im nächsten Frühjahr, dann schaut das besser aus. Ja, okay. Dem heißt nicht Bauchtanz, sondern Baucherltanz. Du kommst nächste Woche wieder. Also, wir sind beim Thema Bauchtanz. Und wir fragen jetzt nochmal die Sonja Windisch und die wird uns genau detailliert beschreiben und erzählen und erklären, was ein stehender Achter ist.
Die Bezeichnung stehender Achter ist ein Fachbegriff aus dem Bauchtanz. Es handelt sich hier um eine achterförmige Hüftbewegung. Das ist der normale liegende Achter. Und das ist der stehende Achter. Ich hab, ja? Aber da war ich doch gar nicht so weit weg, oder? Na, absolut. Ihr kennt ja den Tanz Rumba. Die Rumba. Die Rumba. Den Tanz Rumba. Ja, die aber ich habe nur gesagt, es ist aber trotzdem die Rumba. Es ist der, ja, aber es war von mir grammatikalisch recht. Ihr kennt so ja habe ich auch nicht Tanz gesagt, dass es grammatikalisch Rumba falsch war. Ich habe okay gesagt, die Rumba. Die Rumba-Kugel. Ich habe gewusst, wann er aus dem Urlaub kommt. Er macht nur Probleme. Ach, die Rumba-Kugel. Aber damit wir wissen, worüber wir sprechen, du warst ja einmal so quasi... Zweimal, ich war zweimal. Nicht zweimal einmal bei Dancing Stars, zweimal. Wirklich? Ja, zwei Folgen. Zwei Folgen. Ja, genau, zwei Sendungen. Zwei Sendungen. Ja, ja, aber kannst du dich an nicht einmal, sondern zweimal. Kannst du dich noch an Rumba, hast du das im Programm? Das war mein zweiter Tanz. Echt? Mhm. Da hast du ausgehört. Oh, das gefällt mir. Uli, bitte. Nein, bitte, das muss ich sagen. Die Nation hat mit mir geweint. Es war eine große Erschütterung in der Nation. Ja? Aber Uli, darf ich mir was wünschen? Darf ich mir was wenn wünschen? Ich mir was wünschen dürfte. Damenwahl. Such dir einen aus deinem Rateteam aus kurzer. Nein, ich kenne Rateteam. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Aber Viktor, Markus, Herbert, ja, wer auch ich immer. Ich kann nicht aus religiösen Gründen. Was willst du denn von uns? Rumba. Kurze Rumba-Einlage. Eine Rumba. Ja, aber ich kann ja nur den Damenschritt. Ja, wurscht. Geht's dort, das reicht ja für dich. Na, aber nimm dir jemanden dazu. Herbert, komm. Wann geht's herum? So, Achtung. Also, okay. Habt ihr Musik? Bitte, aber das ist ja, jetzt natürlich. Drei Jahre her, ja? Ich muss drei noch ein bisschen, Jahre ich muss ein bisschen Zeit schinden, weil das jetzt eine spontane Einlage ist und die gerade panisch Rumba suchen im Musikcomputer. Aha. Achtung, aber ich krieg nein, gleich ich muss ein es Signal. Ihm vorher erklären. Es okay, ist ein Viervierteltakt und es ist kurz lang. Ja. Bitte schau dir es das ist, an. Du gehst mit dem vor, mit dem ja? Voll, genau. Kurz, Pause. Ja? Ja, dann ja, gehst mit dem zurück. Kurz, ja. Nein, warte, das war schon mal. Kurz, Pause, Pause, rübersteigen, jetzt mit dem kurz, Pause. Okay, und los geht's. Pause. Bravo! Soll ich das einmal aus nächster Nähe gesehen? Ich will zurückführen auf die Frage. Jetzt haben wir Rumba als Einführung. Die Rumba? Die Rumba. Die Rumba. Die Rumba. Gut. Und ich möchte von euch wissen, was besagen die Rumba-Richtlinien. So. Die Rumba-Richtlinien. Nicht schubsen. Lasst eurer Fantasie wirklich mal freien Lauf. Vielleicht geht es ja weg vom Tanz. Was könnte Rumba noch sein? Ich war nie sein? Dort. Ich kann nicht weggehen vom Tanz. Lateinamerikanischer Tanz. Die Rumba-Richtlinien sind folgende Richtlinien, die auf der Südseeinsel Rumba. Ja. Ist die Straßenverkehrsordnung. Ja, das ist die Straße, die Rumba-Richtlinien. Die ja untergehen wird, weil wir ja die Umwelt verschmutzen. Ja. Und das Ozonloch größer wird, ja. Die Erde sich erwärmt. Die Luft, die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Malediven auch. Auch Rumba wird verschwinden. Das Wasser wird denen bis daher, auch in Rumba. Rumba wird weg sein. Ja? Bravo. Danke. Und, und was, und, sagen, und, was die, sagen die Rumba-Richtlinien? Die sagen, dass wenn, das sind gewisse Richtlinien, ich meine, der Meeresspiegel kann ja einfach so steigen. Oh ja, ich glaube, er fragt niemanden um Erlaubnis. Rumba hat was mit Elefanten zu tun. Mit Elefanten? Ja. Warum Elefanten? Das weiß, ist Jumbo. Wir sagen, dass wenn... Du bist, ja. du bist ehrlich verzweifelt, Mia. Rumba, der fliegende Elefant. Wenn der Meeresspiegel... Ja. Kennen wir doch alle. Ja. Nein. Na, ich weiß es schon. Schau, wenn der Meeresspiegel steigt in der, auf der Seite der Erde, wo die Insel Rumba ist, ja? Und, ja, und man war in Rumba auch, da war ja so ein Kongress. Aber die Erde dreht sich von, und dann ich ist habe Rumba jetzt auf was der zu sagen. Anderen Seite. Ich habe ja gehört, dass eine andere Insel unter Wasser gesetzt wird, wie du schnorcheln gegangen bist. Ja.
Und weil eben ich geschnorchelt bin und der Wasserspiegel gestiegen ist, ja, sind eben, was ich meine, die Rumba-Richtlinien folgendes. Auf der Insel Rumba gab es eine Konferenz, wie man sich die Richtlinien überhaupt der Ernährung, also und auch des Drogenkonsums durch, schau, wenn der Wasserspiegel steigt, gibt es andere Richtlinien, wie viel Haschisch du im Körper haben darfst bei einer Kontrolle. Weil, warum? Der Wassermeeresspiegel steigt. Jetzt kommt vom Norden, von der Nordsee, das ganze Wasser herunter. Ja? Jetzt schwimmt es durch Holland. Die ganzen Fische sind eingeraucht. Jetzt isst drei Fischstäbchen, fährst mit dem Auto, natürlich hast du was. Putz dir mal in Ruhe die Schuhe. Und dort in Rumba bei dieser Konferenz, wenn der Meeresspiegel steigt, haben Sie das festgelegt. Verstehst du? Das haben Sie. Haben Sie. Aus welchem Land kommt die Rumba? Lateinamerika, aber aus welchem? Ein kubanischer, afrikanischer Tanz. Also das kubanisch, heißt, aber mit afrikanischen Wurzeln. Dort sind diese Richtlinien. Und erotische Annäherung. Also. Ah, vielleicht darf man sich nicht zu nahe kommen. Sind das die Rumba-Richtlinien? Oh, 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 oh. Für den Jugendschutz. Ah ja, Richtlinien sind. Das weiß ich. Die ganzen lateinamerikanischen Tänze tanzt man ja auf Distanz. Haben wir gemacht. Haben wir, volle Distanz. Ja? Und Walzer und so, so, das tanzt man ja Körper an Körper. Mhm. Und vielleicht hat das damit was zu tun. Also wie du, glaube ich, auch gesagt hast, eine gewisse Distanz zwischen Mann und Frau, bevor sie verheiratet sind und dürfen dann näher. Das ist wichtig, Distanz ist wichtig. Wenn man zu sagen, schmelzen Sie Rumba-Kugeln im Sackerl. Mhm. Okay. Und das ist gefährlich. Welche Rumba-Kugeln? Die Rumba-Kugeln im Sackerl. Die mit der Füllung. Mit der Ober? Diese Rumba-Kugeln mit der Füllung. Mit der. Und deswegen sollte man Abstand halten. Es wird das gar schick, dann hat man so eine Einheitsmasse. Man muss dann teilen, muss einen Eiskasten legen, dann gibt es einen extra Rumba-Spachtel, damit du das teilen kann wieder, dann rinnt das Zeug aus, musst was du zusammen. Du kriegst das Feuerzeug eh schon. Es sichert Arbeitsplätze. Da musst du Putzerei geben, da musst du einen Spachtel kaufen, ne? Du musst das Sackel aufreißen. Du nimmst jetzt dieses Feuerzeug und zündest deine Rumba-Kugeln an. Nein, es kommt aus dem Straßenbau. Vielleicht, dass man nicht Rumba fällt. Nicht Rumba fällt. Ja. Man muss irgendwie die Gräben. Rumba ist eine Abkürzung und heißt nichts anderes als Richtlinien für eine umweltfreundliche Baustellenentwicklung. Abwicklung. Entwicklung. Baustellenabwicklung. Entschuldigung. Wo ist das M? Wo ist das M? Für Umwelt? Umwelt, genau. R für Richtlinien. Um für umweltfreundlich und BA für Baustellenabwicklung. Hallo, liebes Rateteam. Ich heiße Christine Hauer, komme aus Zitternberg und ich möchte heute von euch wissen, was denn ein Fersenabzug ist. Der Fersenabzug. Wenn man Fersengeld gibt, also und davon wird noch was abgezogen. Das ist ja. Doch von Natur? Doch von Natur. Das ist nachher dann. Ich heb's mir noch auf. Oliver, bei den Kühen. Bei den Kühen? Nein, bei die Kühe. Die Kühe. Ja, hör das nicht zu. Bei die Kühe. Pediküre. Pediküre. Entschuldige. Pediküre. Jetzt wissen wir, warum im Burgenland Fußpflege so erfolgreich ist. Aber ehrlich, bin da unschuldig. Nein, bei den Kühen. Nein, ich denke natürlich bei den Kühen. Bei den Kühen. Willst du sagen, reden, Schein? Willst du mir sagen, reden, du, nein, du redest so. Das will ich echt sagen. Bei den Kühen. Fußpflege. Fußpflege. Du gehst den ganzen Sommer mit offenen Schuhen, mit Schlapfen. Hinten beim Rand, bei der Ferse. Es wird immer härter, immer härter, immer härter. Am Schluss, was bloß für sich gehst, machst du so tack. Die Ferse ist schon so hart. Das ist der Bierstecker. Und das ist. Dann gehst du zur Fußpflege. Dann gehst du zur Fußpflege und die schabt dir das weg. Und das ist der Fersenabzug. Du hast das Gefühl, oh,
Halt! Stimmt, die wird die Fersen angezogen. Mhm. Im Burgenland leckt es die Kuh runter, die Hose. Das macht man bei den Kier. Sehr schön. Und dafür hast du dir jetzt das Geliermittel verdient. Oh, entschuldige, verzeih mir. So eine Zunge von einer Kuh ist sehr rau. Ja, ja. Hast du da erfahren? Woher warst du das wieder? Ich war auf Gut Eiderbichl. Und hast dir sagen lassen. Und dort sind 400 vom Aussterben bedrohte Pferde. Nein. Das mit der Zunge war aber der Herr Aufhauser. Ich muss also Leute, so Alleinunterhalter, die am Rücken ein ganzes Orchester haben, die mit der Hand, was mit der rechten, mit der linken Hand, mit dem Fuß immer so wufter. Ja, ja. Das Ding, da ist der Fersenabzug. Ja, das ist die neue ORF Big Band. Genau, das ist das große Radiosymphonie. Ja, genau. Kann es vom Synchronschwimmern kommen? Synchronschwimmern, der zeigt mir oft die Beine und wenn die grauslich sind, nicht gepflegt, kriegt dann den Fersenabzug von dem Punkterichter. Also meinst du, es ist so ein Schönheitswettbewerb, ja, oder? Ja, man gibt ja Punkte. Dann. Erst die Zeit und dann so Null für die Ferse. Ja. Wenn es schier ist, die Ferse, gibt es halt, kommt man nicht auf Stockerl. Nein, leider muss ich dich enttäuschen. Aber es ist ja oft so, jetzt durch diese, mir ist das letztens aufgefallen, durch diese Digitalkameras, die einen Auslöser haben, der, wenn man drauf drückt, ungefähr eine Dreiviertelstunde braucht, bis er das Bild macht. Bei Digitalkameras? Ja, natürlich, weil sie keine Spiegelreflexkameras sind, weil dieser Vorblitz, damit die Augen nicht da kommen, jetzt tak, Blitz. Und oft ist es so, dass die Leute fotografieren, draufdrücken, dann geht es tak, und dann sagen sie Danke und fotografieren die Ferse. Und wenn du davon einen Abzug machst, dann wenn du es entwickeln lassen, was der nicht mehr muss, weil es ja digital ist, ist ja. Okay? Ich hab's an eines nicht gedacht. Was sag noch, schnell. Sonst. In der Küche gibt es einen Dunstabzug. Der ist dazu da, um üble Gerüche abzuziehen. Wenn du einen irrsinnigen Schweißfuß hast, baust du da hinten ein, den Fersenabzug. Aber die Ferse selber stinkt ja nicht, oder? Hast du eine Ahnung, wie die stinken, kann man überfragen. Nein, das sind doch eher... Weil du nicht dran riechen kannst, weil wie kommst du denn zur Ferse? Aber wenn du mal dran röchest... Würdest du dir einen Fersenabzug besorgen? Würdest du röcheln? Okay, gut. Du hast gesagt, wir haben was vergessen, wir haben was nicht bedacht. Was war da? Na, Fersenabzug, ne? Also wir sind da beim Fuße. Und was macht man mit den Füßen, nicht? Man tanzt zum Beispiel. Und es ist vorbei. Stepptanzen. Es ist vorbei. Die Frau Christine Hauer sagt uns, was der Fersenabzug ist. Das ist ein Fachbegriff aus der Tanzschule. Beim Slow Fox wird beim rückwärts getanzten Slow-Schritt, Slow, Quick, Quick, die Ferse so lange wie möglich nachgeschleift. Und das ist der sogenannte Fersenabzug. Dankeschön, Christine. Wunderbar erklärt, ein echtes Talent. Guten Abend, liebe Rateteam. Ich hätte für euch eine Frage. Es ist natürlich sehr wichtig, die richtige Tanzpartnerin zu finden. Wer oder was ist ein Paarungshelfer? Ein Paarungshelfer. Das ist aber leicht. So. Sehr schön. Wieso? Ein Bachelor. Du hättest das. Ja, das musst du nochmal sagen für alle Nicht-Wiener. Ja. Ein Zuhälter. Ein Zuhälter? Ja. Das ist ein Beitschel. Apropos. Was hast du so? Ein Beitschel für einen Buben. Ich hätte eine Frage an den Ballasch. Was macht denn Friseur Hauptberuf? Wir könnten alle auf eine Karte die Bewertung der Frisur schreiben und hochbringen. Der hauptberuflich schneidet ein Mokesch die Haare. Das stimmt, ja. Gut. Der Paarungshelfer. Naja, der Gynäkologe, der Dienstag. Na, so Paarungshelfer? Entschuldigung. Ein Gynäkologe ist ein Paarungshelfer? Naja, nicht ein Gynäkologe, meinetwegen eine Hormonklinik oder alles, was halt zum Nachwuchs beiträgt. Nein, nicht Geburtshelfer. Nein, nicht Geburt, weil jetzt haben wir ja noch nicht vorher. Bei Paarung musst du nicht sofort an Kinder denken. Das ist ja, das geht ja ohne A. Entschuldige, ihr seid verheiratet? Jetzt sagst du es ja. Ja, okay. Freude. Jetzt sagt das ja. So hat er dich rumgekriegt.
Ja gut, okay, dann, also kein Fortpflanzen, sondern nur Paarung. Ja, Paarungshelfer. Also das nennt man eher so Champagner oder sowas, nicht so ein Dosenöffner quasi. Das, der feine Ausdruck ist Paarungshelfer. Okay. Trink doch noch ein Glaserl, magst nicht noch ein Glaserl, da hast noch ein Glaserl. Das ist aber kein Helfer, also irgendwann ist es aus. Ne? Das kommt drauf an. Also wenn der Mann trinkt, geht es irgendwann nimmer. Wenn sie trinkt, ist, glaub ich. Er spricht aus Erfahrung, ja? Aha, okay. Der unter der falschen Kur sitzt, ist das der Paarungshelfer? Ja. Was? Ja, da gibt es ja für die Besamung von Kühen gibt's ja da so quasi einen angedeuteten Kuhhintern. Ja? Mhm. Und dann springt der Stier drauf und dann muss ja einer irgendwie helfen, dass da irgendwie dieses das wertvolle. Hinein und der tut auch so. Die Guten machen das. Ja. Ja. Das ist super Hoppen. Ja. Lukas, hast du damals das Studium so finanziert? Ja, mein Junge brauchte das Geld. Paarungshelfer. Ja, Paarungshelfer. Ja, ist das das? Nein. Nein. Ja, klar, das ist ja. Nein, ich versuche nur zu helfen, aber ich habe heute schon so viel geholfen und dann ist es wieder so schnell aufgelöst, dann ist Fahrt, dann habe ich keinen Spaß. Aber es ist offensichtlich aus der Tierwelt, das passt schon. Aber überhaupt nicht. Wir hatten den Paarungshelfer schon einmal in der Sendung. Der Nirvarani. Schon wieder der Nirvarani, weißt du was? Geh mal ins Bett. Es ist lange her, wir hatten den Paarungshelfer einmal als Ding der Woche. Hä? Ja. Und, fürs pochierte Ei. Nein, das ist schon länger her. Das ist schon länger her und es ist so, damit kommen wir wieder zu meinen Vorlieben. Ich hätte gerne einen, brauche ihn aber nicht, weil ich das alleine schaffe. Eine Masturbationshilfe. Okay. Nein. Oliver. Darf ich bitte freiwillig eine Runde aussetzen? Nein, das ist sicher, ihr denkt immer ganz falsch. Das ist wahrscheinlich irgendetwas, das dafür sorgt, dass das Paar Socken auch in der Waschmaschine immer ein Paar bleibt. Und somit ist es ein Paarungshelfer. Du bist halt ein Wahnsinn. Das ist einfach ein Klammerl, den man über zwei genau dort, Socken... Du bist genau dort. Du hast das genau. Schau das wie viele Müsli-Riegel? Nein, so viel du halt noch hast. Fragen wir Balasch Ecker, ob das der Paarungshelfer ist. Paarungshelfer sind dann für sich Plastikklammern, die die Socken in der Waschmaschine zusammenhalten. Bravo! So. Warst du damals in dieser Sendung da, wo wir das gehabt haben, dieses Ding der Woche, wo du wirklich die zwei Paar Socken? Nein, natürlich nicht. Ich weiß das so. Ja, und ich. Okay. Verwend's aber nicht. Ja, und ich bin so ein Waschmaschinen-Spezialist. Mir ist noch nie eine Socken verloren gegangen. Ja, und du tragst auch immer Strumpfhose, oder? Ja.